Wie kann ich weiter, wenn ich verleif sie? Wir haben Menschen gefragt, um WhatsApp, kostet uns mal sagen, wie kann ich das weiter, wenn ich verleif sie? Und mit wem ich mich befreien soll? Das ist die große Frau. Weißt du was, wir haben einen großen Gott, einen vor dem Himmel, den kennen wir noch alles Frau. Und der wird uns Kreuz sagen, was wir brauchen. Wenn wir an Worte vertrauen, wenn wir an Worte Frauen, dann wird er uns auch dort geben, was wir brauchen, nicht so? Und ich freue mich dazu, dass er uns hat, sein Wort gegeben, dass er uns kann Weisheit geben vom Himmel. Er kann uns helfen, dass wir eine rechte Entscheidung machen können. Wenn du dich befreit bist, dann hast du dich für das ganze Leben befreit. Unsere menschliche Natur weist uns darauf hin, dass Liebe nicht mehr als ein Gefühl ist. Weißt du was? Uns Gefühl, was wir haben, wir glauben, dass Leib ist ein Gefühl. Wenn wir Feile tun, dass wir dem, dass wir eher oder arm Leib tun, so soll es sein. Das ist nicht so stark. Wir müssen eine Entscheidung machen, wem wir Leib wollen. Gott hat uns einen Kopf gegeben, dass wir den Brücke kennen. Weißt du was? Ich habe mich befreit, als ich 32 Jahre alt war. Und ich habe auch lange gesagt, nur der Rechte, früh. Und ich habe Gott darum gebeten. Und er hat mir das gegeben. Aber ich muss eine Entscheidung machen, dass ich mich mit ihr befreien will. So muss ich eine Entscheidung machen, dass sie sich mit mir befreien will. So, wenn du einen Jungen sitzt, dem grünlich Schmuck sitzt, oder einem Bial, der grünlich sehr Schmuck sitzt, pass auf, dass du nicht dem bloß was leibst, wenn es dem Schmuck sitzt. Du musst Gott fragen, ob er dir will helfen, dass du die Kosten eine Entscheidung machen mit dieser Miale und mit diesem Mondtaub zu leben, für dein ganzes Leben. Wir treffen Entscheidungen, die auf unseren Gefühlen ruhen. Weil es wird so einfach, eine Entscheidung zu machen, die wird auf unsere Gefühle abgebüht sind. Und dort schafft nicht, wenn es die Gefühle deine wechseln. Aber Gott wird nicht wechseln, wenn wir das mit Gott tun. Dann wird er uns helfen, wenn wir am Frau werden. Und wir heiraten sogar, weil wir fühlen, dass wir verliebt sind. Dann gibt es Söhne, die nicht befreien, die glauben, sie feilen dort, dass sie verliebt sind. Klar kann man das feilen, nicht so? Aber weißt du was? Du musst die Entscheidung machen. Dass du mit er oder mit Amthub was dein ganzes Leben verbringen. Pass sehr ab, wenn du die Entscheidung machen darfst. Dieses ist der Grund, warum viele erste Ehen Entscheidung enden oder nicht glücklich sind. Darin habe ich auch so gröhlich sehr viel Eiches, wo ich eingehen. Vielleicht nicht so viel manche Plautdietsche, aber du hast dann so steht, die wohnen dann bloß taub. In Wirklichkeit hast du keine Leibtrasch in der Bett. Der Leib ist dort, aber der Mann in früh wohnen taub. So hat Gott das nicht geplant. Heute will das wir uns Leib sollen. Wir sollen uns untereinander Leib. Die Bibel lehrt uns, dass wahre Liebe kein Gefühl ist. Die Bibel lehrt uns zu lehren, dass der wahre Leib als kein Gefühl nicht, das kommen oder gehen kann, sondern ein Entschluss. Das ist nicht der Leib, der kommen wird und gehen wird, sondern das ist ein Entschluss, den du nicht merken. Den Entschluss musst du nicht merken. Wir sollen nicht einfach nur die lieben, die uns lieben, sondern wir sollen sogar die lieben, die uns hassen. Na, das ist noch ein anderes Bild, nicht so? Wenn wir keine die Leibe, die uns Leibe tun, das ist ganz einfach. Aber wenn du die Leibe wählst, wird nicht so einfach aus dem Leibe. Wenn du dich befreit bist, musst du eher oder arm auch Leibe, wenn es mal ganz grünlich schwer ist. Genauso wie Christus die liebt, die nicht geliebt werden sind. Die nicht liebenswert sind. Jesus hat auch die Leibe, die nicht liebenswert sind. Heute hat uns Leibe, wo wir uns dort vorab nicht verdient haben. Heu leibt uns. So sollen wir unseren Partner auch leiben. Lukas 6, 35. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Wir sollen unsere Feinde leiben und den Menschen Gutes tun. Und euch, ihr kommt dann auch mit euch. Das ist nicht dein Feind. Aber weißt du was, der hat euch, die dann mit euch mal ganz aufgeschämt sein, was deine Frau getan hat. Oder was dein Mann getan hat. Er kommt bloß von der Frau reden. Dann war ich mit meiner Frau da trachtstahlen und wir waren entschieden, ich leibe meine Frau. Da ich dich und da ich den sei, wie der Plautdietsche, wie leibe unseren Partner.
Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Wir sollen sogar andere Menschen was leihen, ohne dass wir trächtig waren. Wir sind die Plautdietsche, wir wollen ja auch glück kommen mit dem anderen, nicht so? Lukas sagt 35. Dann werdet ihr reich belohnt werden, sagt Gott. Wenn wir so etwas wollen, wenn einer uns schlecht behandelt, wenn dein Partner dich schlecht behandelt, in der Ehe, dass du dem was Geld behandelt. Dass du was dem Geld behandelt. Und steht dem mit dem Blick, wo er in dem Tritt holen, der dem mal Geld behandelt. Das muss ich auch immer sagen. Das hat man ja grüßlich sehr wohl. Dann sage ich das noch wieder. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Wenn wir so wollen, andere Menschen Geld behandeln, dann wollen wir den Kinder von dem Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Gott ist gnädig für die Undankbaren und für die Bösen. Heißt gnädig für dich. 1. Korinther 13, Vers 7 sagt so: Liebe ist geduldig und freundlich. Leib ist geduldig. Lass ihn mal den 1. Korinther durch Eva. Lass ihn dort ganze Kapitel mal Eva. Meine Frau und ich haben das an sich gehasst. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Leib ist geduldig. Leib ist freundlich. Leib wird nicht besser werden. Leib wird nicht prahlen, wird nicht angeben. Leib, der nicht nur andere raufkicken. Leib, der nicht andere verlassen. Das ist doch so einfach, den Partner verlassen. Leib, der dort nicht. Leib, sieht nicht den einen Verteil. Leib, der nicht andere Rätsel zum Doll worden. Und Leib, der dort nicht nur drehen sein. Wenn die Partner die schlecht behandelt, dass sie dort nur verlangen, was sie heranschlappen. Du warst dann versichert, recht zu stellen. Da muss der Kind hier unbedingt ansparen. Und sie freut sich auch nicht, wenn du anreich gedonnen wird. Leib der sich nicht freuen, wenn du sitzt, was schlecht gedonnen ist. Leib freut sich doch nicht, Eva. Leib, der durchgegangen und der dort unerstellt, was die Wahrheit ist. Leib, der alles, alles, Gott kann mit unserem Leib andere Menschen gewinnen. Liebe nimmt alles auf sich. Leib wird alles auf dich nehmen. Sie verliert nie den Glauben. Leib wird niemals den Glauben verlieren. Und nicht der Hoffnung, wie sie alle hier hoppen. Und hält durch bis zum Ende. Leib wird dich hüllen bei dem Eng. Bei dem Eng. Es kann sehr leicht sein, sich an jemanden zu verlieben. Aber es gibt einige Fragen, die du selbst stellen sollst. Das ist ganz einfach, die einen anderen Menschen zu verleiben. Aber du siehst ja schon mal ein paar Frauen, eier, die die verleiben dessen dem, in er oder an am. Und zu sehen, ob dein Liebesradar dich in richtige Richtung führt. Aus dort, was du denkst, der ist, aus dort, die ab einer rechten Gläser bringen wird. Der die hat immer ein bisschen überleihen. Frau Gott, ob er die wohl Weisheit gegeben dafür. Erstens mal, was deine Person mit dem, was du dir befreien wirst, muss ein Christ sein. Nicht bloß nur die Kirche gehen am Sinne von Mittag. Du musst auch sein, dass die Person Jesus leben wird. Also hat sie ihren Glauben Christus übergeben und vertraut auf ihn allein zur Erlösung, der dein Partner, mit dem du die befreien wirst. Du leifst dir auch, dass sei oder hei, dass sie ganz Jesus hier wird, auch die Sünde bekannt. Dort ist sehr wichtig, euer du den euer anfangs. Ebenfalls, wenn jemand ihn in Anbetracht zieht, sein Herz zu seinen Gefühlen an eine bestimmte Person zu geben. Weißt du was, wenn du dir Gefühle hast, dein Leben nur der anderen Person zu geben, dein Hort der anderen Person zu geben, dann merkst du sicher, dass du weiter, dass dein Partner auch Jesus leben wird. Gott möchte, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir ein Leben haben, wo Heikorn der Erste haben, Erste steht sein. Matthäus 19,5 sagt so, sagt, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beide eins sind mit Leib und Seele. So passiert das, wenn du die befriedest. Mit dem Jahr oder mit dem Mann, mit dem, dass du die wirst befrieden wollen, du wirst dann deine Eltern verloren und du wirst ein Ohren mit deiner Frau. Und die wirst eins sein mit Leib, mit Körper und Seele. Dann sei ihr eint. Eine andere Sache, die Sie erwägen ziehen sollten, ist, ob Sie ein guter Kandidat
als möglicher Partner sind. Okay? So, der die Sache merke, dass du auch weiter bist, dass du ein guter Partner bist für den Mial oder für den Jung. Dass du ein guter Partner bist. Du kannst sie doch selbst. Und dort ist sehr wichtig. Haben Sie Gott an erster Stelle in Ihrem Leben gestellt? Hat Gott den ersten Platz in deinem Leben gegeben? Hast du dein Leben ganz Jesus gegeben und deinen Partner auch? Sind Sie bereit, Ihre Zeit und Energie einzusetzen, um zu helfen, dass die Beziehung und die Ehe ein Leben lang hält? Sei bereit dafür, die Zeit und die Energie in dieser Beziehung nennzubringen, dass deine Ehe wird für immer hüllen, solange sie leben? Es gibt keinen Maßstab zum Entscheiden, wenn wir verliebt sind. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass ihr keinen Maßstab weißt, dass du verliebt bist. Dass ihr keinen Maßstab dafür. Du weißt, dass die Pfeile in den Hort haben. Und den Pfeil musst du nur Gott bringen. Dass Gott dir kann helfen damit. Ob wir nur unseren rohen Gefühlen folgen oder ob wir Gottes Plan für unser Leben folgen. Merkt sicher, dass ihr Gott seinen Plan für dein Leben wurde folgen. So dass ihr sicher merkt, mit dem Partner, mit dem du musst befreien, dass der Wort Gott noch folgen. Dass ihr furchtsam anfangt, dort recht anfangen, dass ihr nicht eine deutsche Eiche in eurer Hand. So dass ihr kein Gefühl nicht. Du musst eine Entscheidung machen. Dieser Mial oder diesen Jung, mit dem will ich mich befreien. Und ich will dich dick in dich gehen, dich gehen. Kreit in den, wann der Throne jeft, auf wie lachen taub, oder wie war der taub hüllen. Und frag Gott, ob er die Macht Weisheit geben, dass er die Macht der rechte Entscheidung geben, dass du mit deinen neuen Partner warst, mit Jesus taub anfangen, in dein Leben, solange du lebst, mit er oder mit einem taub leben kann. So, wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.